geht ab, wie ein Kaniel? Wir sind wieder back auf dem Zweitkanal, Jungs. Auf meinem YouTube-Channel, auf meinem Zweit ist ein YouTube, ist mit einem Kanal, ist mit einem Channel, ist mal wieder... Aber bitte mit Sahne. Wir reagieren heute auf eure Kühlschränke, weil ich weiß, dass manche von euch da richtig eklige Ferkel sind. Wir fangen an. Okay, ich habe gedacht, das wäre ernst. Tom, er hat Lorenz reinbeibert. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist doch niemals echt. Guck mal, warum ist das Bild so klein? Und wie so scheiße Flecken einfach an seinem Kühlschrank an der Wand. Das ist so einer von den Kühlschränken, wo ich sage, der Typ, da ist halt einfach nichts Besonderes drin. Klar, der hat irgendwie einen ziemlich lustigen, elongierten Fuß, wo der zweite Zeh neben dem großen Zeh irgendwie richtig elongiert ist und dreimal so lang wie der große Zeh, wie bei mir auch. By the way, du hast, glaube ich, einen Plattfuß. Da musst du vielleicht mal zum Orthopäden gehen und die orthopädische Einlagen holen. Okay. Warum? Er hat einfach mich mit so 15 als Profilbild. Woher hast du das Bild? Habe ich das on Stream mal gezeigt? Bah, das finde ich zum Beispiel ekelhaft. Guck mal, hier ist hier unten mal diese Cola-Soße ausgelaufen und dieses Ferkel, dieses dreckige Ferkel, anstatt dass er sauber macht, er lässt das da drin einfach, das. Ich weiß genau, wie klebrig das da ist. Ekelhaft. Ich dachte einfach, der Typ, ich weiß nicht, was das da ist, ich dachte einfach, er hätte einen Pimmel im Kühlschrank. Guck mal, das hier, guck mal, dieser Gelb, das ist so die Eier und hier ist so dieser Schlong und dann ist hier so das Pinke. Okay, vielleicht habe auch nur ich das gedacht, aber es sah irgendwie aus wie ein Pimmel. Das ist so ein kleiner Fruchtpimmel, ein Frümmel nennt man das. Der hat einen kleinen Frümmel im Kühlschrank, ne, für später, ein Frümmel. Er benutzt seinen Kühlschrank neuerdings als Scheißhaus und scheißt da rein, check ich. Ja, auch, glaube ich, normal. Ich dachte erst, das wäre eine Wurst, aber es ist eine Karotte. Deswegen ist es fair. Aber wenn du die Wurst da so drin gehabt hättest, wär tot gewesen. Frosted Flakes? Jägermeister Frosted Flakes? Ja, ja, so sah das bei mir die letzten 30 Tage aus. Ich? Ja, fair. Dönerfleisch. Ein bisschen Styling Gel immer im Kühlschrank, falls mal das Essen vielleicht ein bisschen zu trocken ist. Nimmst du die Styling Gel, machst du zack auf, nimmst du rein, in eine Pomade schmierst auf deinem Brot, ne? Pomade aus dem Brot schmieren. Dr. Pepper, ekligstes Getränk, finde ich, was es gibt. Viermal Hühnchen, der hat 7000 tote Tiere in seinem Kühlschrank. Finde ich krass. Ja, finde ich krass. Guck mal, er hat für das Video hat er diese Wurst aus dieser Wurstpackung rausgeslimed und in seinen Red Bull 3-Dosen-Kühlschrank geschmissen. Für das Video. Ich finde, diese Wurst kann man essen. Also Rind. Da kann ich jeden Veganer verstehen. Ey, die sieht so ekelhaft aus. Ich weiß nicht, warum. Einen Cola. Dani Sahne von... Dann, Bruder, hast du auch was Gesundes im Kühlschrank? Was isst du den ganzen Tag? Ja, womit isst du die rote Grütze? Mit deinem Pudding und Käsebrot? Oder was machst du damit? Ja, das ist ekelhaft. Guck mal, da ist nichts drin und trotzdem schaffst du es, dass das ekelhaft ist. Oh, bah! Warum tust du einen Teller, der leer gegessen ist, in den Kühlschrank? Bist du blöd? Monsters. Kräuterbutter für die Pizza-Baguette-Brötchen, die er sich bestellt hat gestern. Eine umgedrehte Capri-Sonne. War zu anstrengend, die gerade hinzustellen. Bah! Lamm, wie viele Eier isst du am Tag? Ernährst du dich nur von Eiern? Machst du die Eier auf und trinkst sie dann, oder wie? Warum hast du 70 Eier in deinem Kühlschrank? Typ hat gar nichts in seinem Kühlschrank, außer das. Was ist das? Dieses Braune da. Sind das diese ekligen Orangenkekse? Ekelhaft. Alter, was ist das für ein fruchtiger Kühlschrank, Alter? Der hat nur Frucht und so Gemüse und Frucht und so bunt. Mach da mal einen Pimmel rein, einen Fruchtpimmel. Das ist auch so wieder so ein... So ein Bier, so eine halbe Ketchup. Also auf Kampfkühlschrank ist das. Da sind nur Utensilien, um sich eine Fertigpizza anzubereiten, sind da drin in diesem Kühlschrank. Der tunt damit nur die Fertigpizzen, die er sich jeden Tag reinzieht. Boah, die Wurst sieht so ekelhaft aus. Und dieser Grill- und Pfannkäse, also ich werde Menschen nicht verstehen, die diesen Grill- und Pfannkäse essen. Ich habe da mal drauf gebissen und ich schwör's dir, das schmeckt einfach nach Gummistiefel, Land. Das schmeckt einfach nach Gummistiefel. Man beißt da drauf. Normalerweise mit Essen passiert was. Das verändert sich, weißt du, wenn du drauf beißt. So zum Beispiel, das wird matschig oder das wird das. Das wird einfach nur in kleinere Gummiteilchen gemacht. Wisst ihr, wie ich meine? Das quietscht auch so wie so ein Luftballon, den du an deine Zähne... Nee, ey, also wer den isst... Oh, einen Acer Predator habe ich auch manchmal in meinem Kühlschrank. Typ hat nur Soßen in seinem Kühlschrank. Guck mal, du hast da 30 Soßen rechts und links stehen. Aber in deinem Kühlschrank ist irgendwie... Kann das nicht identifizieren. Hier ist Butter. Hier ist irgendwie so eine Fruchtgalone, was auch immer da drin ist. Guck mal, er ist real, weißt du? Aber was ist das? Was hast du da drin? Ist das Mensch? Hast du da Mensch im Kühlschrank geschredderten? Was ist dieses orangene Rote da, Jungs? Und das, ich schwöre, der hat einen Mensch bei sich im Kühlschrank. Warum ist da nur Milch? Stimmt! Was machst du da, Bruder? Aber kann mir mal einer beantworten, was in dieser Fleischgalone da drin ist? Was ist das? Der farmt, hat der eine Kaviar-Farm bei sich, der Ekelhafte? Der ist ja dann Multimillionär, der ist. Deswegen hat er auch einen Kühlschrank, wo nur so lolle Sachen drin sind, weil er so reich ist, dass er so 7 Kühlschränke hat. Und der hat nicht den Abonnentenrang, der ist geizig. Der hat mich nicht abonniert, das finde ich geisteskrank. Der Typ, was hat der? Der hat irgendwie eine Essensfarm bei sich zu Hause. Was ist das? Warum hast du das bei dir? Der sammelt diese Gläser und tut da irgendwas rein. Immer so komische Sachen, die man nicht identifizieren kann. Ich weiß nicht von einer Sache, die da ist. Ich weiß nichts davon. Was ist das? Er ist Alchemist, ich schwör's, er macht Zaubertränke oder sowas damit. Das sind doch Menschenaugen oder sowas. Jetzt mal for real.
Das ist doch ein Auge oder sowas. Aber er ist das. Das ist nicht fake, fällt mir gerade auf. Er hat ein Selfie geschickt. Oh, haben wir hier einen Türken, okay? Oh, haben wir einen Türken. Grüne Cola? Das habe ich noch nie gesehen. Okay, ja, lustig. Yeah, guys, look. Gurken. Buh, hier mit Wein und so. Er hat das extra mit der Marke in unsere Richtung gedreht, ne? Bisschen, ja, okay, nicht schlecht. Ja, ich check. Roter Powerade, fair. Weiß nicht, was das hier für ein goldener Drink ist. Bepanthen oder sowas. Most random ass Kühlschrank, den man haben kann. Cockcraft TV, danke für die Einsendung. Oh, okay, das Slice-T-Shirt im Kühlschrank, okay. Ja, aber Bruder, ich sehe an deinem Fuß, dass da eine gewisse Plättung vorhanden ist. Eventuell leidest du an einem Plattfuß. Vielleicht mal den Hals nach. Einen Ohrenarzt aufsuchen oder sowas. Boah, nein, ey, so sortiert kann kein Mensch sein. Guckt euch den mal an. Haben wir einen Streber heute dabei? Weißt du, bei dem Thema, wo ich gedacht hätte, man könnte kein Streber oder sowas sein oder der, der den Stock im Arsch hat, Lul heute geschafft. Aufstrich, Joghurt, Aufstriche, Soßen. Er hat die auch so sortiert. Hier so die zwei Flaschen, hier die. Er hat farblich kombiniert ein bisschen. Er hat locker Outfit auch dazu kombiniert. Was ist das? Er hat so eine Aubergine in so einer normalen Plastikding. Ja, ich merke, du bist so hier eine kleine Naschkatze, die sich mal so einen kleinen Fruchtjoghurt gönnt, ne? Alex, Geld 3 Euro. Hallo, Gelk. Bitte rechne im Kopf mit okay. Überleg dir eine Zahl zwischen 1 und 10. Rechne zu dieser Zahl 5 dazu. Und jetzt rechne das Ganze mal 2 Punkt. Fertig? Okay, sehr gut. Ejakulat als Maus, Bidi benutzen. Also eine ausgewogene Ernährung ist mir persönlich sehr wichtig. Boah, geil. Kurz. Käse. Der Käse ist der geisteskrank. Ja, der Käse ist wirklich der geilste. Aber der hat echt geilen Kühlschrank. Ich schwör's dir. Also, er ist ja auch tätowiert. Ich glaube, er lebt alleine. Einfach Typen, die alleine leben. Ich wäre nicht anders. Guck mal, was für random ass Scheiß man in seinem Kühlschrank hat. Er hat so ein Tortilla-Chips-Dip. 47 Red Bulls. Dann denkt man sich, ja, okay, dann tut er da halt nur irgend so ein random Shit rein. Nee, aber er hat Käse noch drin. Philadelphia. Dann hat er hier Buko. Dann hier ein Joghurt mit der Ecke. Weißt du, alles, aber nichts Vernünftiges irgendwie. Warum hast du die so aufgestellt, dass die sich so gegenseitig anvisieren? Boah, der Typ hat so einen Plattfuß. Der hat so einen quadratischen Plattfuß. Bruder, du musst zum Arzt. Hol dir mal orthopädische Einlagen. Das ist doch nicht mehr normal, wie platt dieser Fuß ist. Ich kenne keinen Typen, der diese Birkenstock-Schuhe hat und dessen Füße nicht unnormal nach Käse stinken. Boah, der geht für 5000 Euro einkaufen. Er hat diesen teuren Proteinpudding im Kühlschrank. Das ist dieser Typ, der von seiner Mutter immer so richtig das Snackpaket mit zur Schule kriegt. Wo so richtig, richtig viel Essen gemacht ist. Der so zwei Maxi Kings hat, 3 Capri-Sonnen, die ist da so ein Typ. Guck mal, wie viel hast du da drin, Junge? Meine Geschwister haben Hunger. Bitte, Gleckmeier, verlos ein bisschen Essen. Was ist das, Trastnitos? Takitos? Sag euch nicht um meine Schuhe. Ich muss ein bisschen reden. Kühlschrank, Käse da so rum. Zack, zack, zack. Süßigkeiten und so, Digga. Was ist das hier? Was ist das? Sieht aus wie eine Hand, bisschen. Design von so, Digga. Ich schrank. Bruder, sorry, nächstes Mal, by the way, mach kein Video, wenn ich das überlasse. Guck mal, wie er redet. Das war richtig anstrengend für ihn, der Arme. Gemüse. Pommes. Pommes, geil, ja. Kühlschrank 1, geil, Kühlschrank 1. Ja, fair. Kühlschrank 2. Oh, okay. Bruder, du musstest... Okay, sorry. Oh, okay, ja, okay. Gegen ihn kann man nichts sagen, er ist der King. Was dieses angebissene Brot da drin macht, weiß aber keiner. Das halb angebissene Brot hat er einfach da hingelegt. Oh, HelloFresh, okay, nice, nicht schlecht.